So, herzlich willkommen zu dem Video. Heute geht es einmal um das Thema World Superbike. Gestern war eins der spannendsten Rennen seit lange wieder mal, weil der Jonathan Rea halt einfach jetzt mal mit einem Konkurrenten hat, wo das Ganze halt mal ein Fight ist, ne? Wo man halt wirklich sagt, okay, der gewinnt nicht jedes Rennen, sondern jetzt ist mal jemand da, der halt dem Rea das Wasser reicht oder ihn auch hin und wieder mal paniert. Und das war halt gestern mal der Fall. Der Toprak auf Yamaha hat halt den Johnny Rea eigentlich dreimal paniert. Also drei verdiente Siege, meiner Meinung nach. Und es war extrem spannend. Und ich hätte es auch dem Rea vergönnt, sage ich jetzt mal, weil das total einfach irrsinnig spannend war. Und die Positionswechsel im Sprintrennen in den letzten zwei Runden, das war einfach abartig. Und da muss man als Motorsportler einfach, da ist man einfach dabei. Man lebt es mit und sagt, boah, krass. Und man fiebert mit und so weiter. Und das ist natürlich Spannung pur. Und das ist eigentlich das, was wir als Zuschauer sehen wollen. Und das ist auch das, was die Superbike schon lange nicht mehr hatte und jetzt wieder hat. Und wir wollen genau das eigentlich so lange wie möglich behalten, um diese Spannung aufrechtzuerhalten. Und das ist auch für die Einschaltquoten. Letztendlich auch für die Superbike-WM extrem wichtig und auch für die Fans der Fahrer. So, und dann muss man sagen, wenn man das jetzt zum Overall betrachtet, dann hat der Toprak auf jeden Fall eine irrsinnige Leistung an diesem Wochenende erbracht und er hat eigentlich drei verdiente Siege gehabt, weil er einfach schneller war. Also, na, der Rea war nicht viel langsamer, ein paar Stellen war er auch schneller, aber im Grunde genommen, wenn man das jetzt einfach so aus dem Bauch raus entscheidet, war der Toprak schneller. Das ist Fakt. Und dann passieren so unschöne Sachen. Jetzt zeige ich mal was, wer es noch nicht gesehen hat. Letzten zwei Runden oder letzte Runde vom Superpole Race. Sprint Race. Toprak vorne. Rea hinten dran. Dicht dran. So, jetzt geht der Toprak hier so ein bisschen weit. Kann die Linie nicht ganz halten. Kommt hier ein bisschen so ins Grüne rein. Kommt hier zu weit raus. Und jetzt kann Johnny Rea überholen beim Anbremsen. War nicht ein optimales Überholmanöver, aber er ist vorbeigekommen. Also, letztendlich, was Fakt ist, Toprak musste diesen ersten Platz, weil er hat ihn dann am Schluss wieder zurück überholt, Toprak musste diesen ersten Platz abgeben an Johnny Rea, weil er da im Grünen war. Obwohl dieses Grüne eigentlich, weil er die Linie nicht perfekt halten hat können am Anfang und dann nach dem Grünen, zum Vorteil von Johnny Rea war. Weil er da überholen hat können. Das heißt, das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, ob Johnny Rea hätte gewinnen können oder nicht. Also wirklich nicht im Ansatz. So, und was das Allergemeinste meiner Meinung nach ist, dass Johnny Rea und Toprak sich wirklich, man meinte, respektieren und der Johnny Rea den Toprak respektiert, dass er gewonnen hat und dass er schneller ist als er. Sie haben sich sogar am Parc Fermé umarmt, das habe ich jetzt nicht mehr gefunden, habe es gesucht, habe nicht mehr gefunden. Ich zeige jetzt nur hier die Szene, wo sie sich grüßen quasi. Und dann aber der Johnny Rea sofort seinem Team Crew Chief oder so gewunken hat und quasi Protest eingelegt hat, dass das Toprak im Grünen war. Da kann man jetzt drum streiten, okay, ja, war im Grünen, Regeln müssen her, das ist auch richtig. Egal, ob es jetzt 2 cm sind oder 50 cm sind, er war im Grünen, das ist theoretisch richtig. Aber dass er da die Linie nicht richtig hat halten können zum Anfang vor dem Grünen und nach dem Grünen, war eigentlich zum Vorteil von Johnny Rea. Also das hätte keinen Unterschied gemacht, so will ich damit sagen. Es hätte keinen Unterschied gemacht und da dann Protest einzulegen, ist meiner Meinung nach einfach ist kindisch. Also ich würde mich schämen, ich würde sagen, okay, der Typ war einfach schneller, that's it. Und es gibt ein Wochenende, da bin ich wieder schneller. Aber gut, es geht um die WM, die kämpfen um die Punkte, ja, okay, verstehe ich alles. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach irgendwie fatal zu sagen, ja, der war hier 2 cm im Grünen. Und obwohl ich sogar noch einen Vorteil daraus gehabt habe, lege ich Protest ein und das finde ich unfair. Und was letztendlich passiert, ist Folgendes. Die Zuschauer, also wir oder ihr, kriegen da so ein leichtes Unmutsgefühl über die Superbike, dass sowas vorhanden ist, dass nicht der tatsächliche Gewinner so geschätzt werden kann. Und das ist unfair und letztendlich schneidet sich die Dorna mit der Superbike-WM ins eigene Fleisch, was die Zuschauerquoten anbelangt, somit auch die Werbeplatzierungen und so weiter, weil jeder so ein leichtes leg mich doch am Arsch Gefühl kriegt über das Thema Politik und tralala und hin und her. Und das ist schade. Und der Toprak hat aber richtig reagiert, was ich so gelesen habe. Der Toprak ist anscheinend dann wirklich zum Johnny Rea in die Box rüber und hat gelächelt dabei, währenddessen, dass er den Pokal drüben abgegeben hat und hat gesagt,
sollen sie noch haben. Ich weiß, dass ich schneller war und das ist echt Hut ab, muss ich sagen. Ich hätte es ihm gegönnt, dem Toprak, markenunabhängig, da geht es gar nicht drum. Ich habe eigentlich zum Jonny Rae auch, finde ich, irrsinnig sympathisch an und für sich. Und das, ich weiß nicht so recht, wer jetzt da wirklich die Schuld daran hat, ob da Kawasaki mehr der Drahtzieher war oder ob das der Jonny war. Ich kann es ihm nicht zutrauen. Fände es schade, wenn es so wäre. Wie auch immer ist passiert, aber ist halt echt, wirft ein dunkles Licht über die ganze Superbike-WM. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr noch mehr über Motorrad-Rennsport erfahren wollt. Also, bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis bald, ciao.